Aloha Katzenberger Freunde, ja, wie immer herzlich willkommen zur neuen Folge von My Kaffee Katzenberger. Ich habe mich gerade super gefreut, als ich mich angemeldet habe, dann kommt ja immer hier dieses Pop-up als allererstes mit dem Daily Login Bonus. Und was meint ihr, was ich jetzt hier gerade als Frühstück hatte? Leckere Pancakes und die können wir hier auch ergattern. So, wir drücken mal auf Start und schauen mal, was wir hier bekommen. Wie immer Geld, irgendwie wie immer Geld. So, noch ein Tag. Dann bekommen wir das Katzengold, da freue ich mich drauf. Lidlbär, Lidlbär war da, schön. Lieber Jonas, hallo. Wir haben gestern eine Runde zusammen gezockt, Minecraft, war ganz cool. Ja, Lidlbär hat es endlich geschafft, uns dann anzunehmen hier bei meinem Kaffee Katzenberger. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen aktiven Freund dazu. Ich werde jetzt gleich mal gucken, ich hatte ja noch eine zweite Anfrage. Werd mal gucken, ja, wer da nicht so aktiv ist bei uns. Vielleicht kann ich das jetzt schon sehen. Ich hole hier alles erstmal ab. Hups, Pilzrisotto, genau, hatte ich gestern gemacht. Ja, und schaut mal hier, Leute. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt, aufzusteigen. Ich denke mal, dieser Augenblick, der wird in dieser Folge spätestens kommen. Weil wir können ja noch die Freunde besuchen und so. Und da werden wir auf jeden Fall genug Pünktchen ergattern. Schön, Level 19. Dann noch 1 bis 20. Nicht schlecht, also... Good Game Empire habe ich ja ungefähr genauso angefangen wie My Kaffee Katzenberger. Und ja, da bin ich jetzt Level 22, genau. Ja, ich habe es eine Woche eher angefangen, aber es geht auch rucki zucki da zu leveln. Also das ist schneller als hier auf jeden Fall, ein wenig schneller. So, jetzt starten wir mal die Aufgabe. Sammle 25 Mal bei Freunden. Ja, wir haben noch nur 22 Mal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal durch. Oder 24 Mal haben wir, ne? Na komm, ich will so schön cool. So, genau, 24 Mal. Ja, ich weiß nicht, wie viele, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Zeit wir dafür haben. Wenn wir 10 Minuten länger haben, als wir jetzt hier gerade brauchen, dann ist natürlich die Aufgabe total schnell gemacht, ne? Also dann ist das kein Problem, weil wir bekommen ja in 10 Minuten, bekommen wir ja dann auch nochmal Pünktchen. Oh, schön. Ich habe jetzt leider keine Zeit, mich hier ein bisschen umzugucken. Weil immer, wenn so eine Quest kommt, dann ist das natürlich Schnelligkeit angesagt. Cookie, du bist immer noch im Urlaub oder gehst du mir etwa fremd? Guckst du etwa jetzt lieber andere Let's Player? Kein Problem, man muss auch mal woanders rumstreunen, ne? So, komm zu Elfie. Zack. So, ich habe heute mein Schlafzimmer umgestellt übrigens. Ja, ich habe ja einen richtig schönen pinken Teppich. Also ich habe das in zwei, ne? Ich habe da, wo das Bett steht und so, habe ich einen pinken Teppich, habe ich euch ja mal gesagt. So ungefähr wie die Farbe hier, dieses dunkle. Und da, wo mein Ankleideraum ist, da habe ich hellen Laminat. Und Moment, ich muss mich erstmal hier darauf konzentrieren, dass ich hier überall abgreife. Ich schaffe das heute nicht zweifach. Ich weiß auch nicht, was heute in meinem Schädel los ist. Ja, ja, ich weiß. So. Genau, in 8 Minuten 37 könnten wir dann das nächste Mal sammeln. Ich guck mal eben. Nee, schaffen wir leider nicht. Das ist wieder so eine Quest, die genau darauf ausgelegt ist, sich jetzt hier schnell noch ein paar Freundespunkte mit Katzengold zu kaufen. Aber das mache ich nicht, das wisst ihr ja. Mal hochscrollen. Ja, und auf jeden Fall habe ich in meinem Ankleidezimmer heute ein bisschen umgestellt. Ich habe da diese IKEA-Regale. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Enkorb oder so? Ah, ne, Enkorb ist meine Couch. Auf jeden Fall diese weißen Regale, die man auch als Raumtrenner nehmen kann, ne? Die habe ich da stehen. Die habe ich allerdings nicht als Raumtrenner stehen, sondern ich habe die da stehen, habe da meine Schuhe drin und ja. Die stehen dann da schön in Reihe und Glied. Und normalerweise hatte ich es immer so, ja, so flach stehen. Und diesmal habe ich es mal hochkant gestellt. Und das sieht so schön aus. Ich habe da so einen Herrendiener stehen, den ziehe ich immer richtig schön an. Und dann habe ich auch noch so zwei so Kleiderhaken hängen. Die, da mache ich immer so Outfits. Also immer meistens, wenn ich mein Schlafzimmer picobello mache, dann wechsle ich dann auch die Outfits, ne? Und das sieht immer so schön aus. Also vielleicht mache ich mal irgendwann Bilder und dann zeige ich euch das mal. Wie ihr wisst, ich habe ja kein Problem damit, etwas aus meinem Privatleben preiszugeben. Ich versuche das immer gering zu halten. Also meine lieben Leute, unter, ja, unter 18 würde ich da echt aufpassen, was man da macht. Ich meine, man sollte grundsätzlich immer aufpassen, was man im Internet preisgibt und nicht. Aber ich schätze, wenn man so,
Ja, so alt ist wie ich, dann kann man das schon besser abschätzen, was kann man sagen und was nicht, ne? 5 Pünktchen noch. 4. Hihi. 3. 2. Moment. 2. 1. Bäm. Hä? Moment mal. Warum hat der nicht gezählt? Jetzt der. Der ist der Letzte. Der ist der Letzte. Levelaufstieg! Level 19 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast freigeschaltet. Das ist ja. Oh ja. Paravan, Paravan, Paravan. Katzenberger. Aber bestimmt nur mit Katzengold. Die Zitronen, den Froschbrunnen. Zack. Caipirinha. 10 Katzengold Energie aufgefüllt und Energiemaximum ist jetzt bei 125. Yes. Das Katzengold ist cool. So, schön. Das ist die Nachricht zum Levelaufstieg. Da ist sie. Okay, vielen Dank. Ich werde jetzt erstmal schön meine Leute hier bedienen. Der erste will auch schon das gestern von mir gekochte Pilzrisotto haben. Was haben wir denn jetzt hier? Bediene 81 Gäste. Okay, das geht wieder so von allein. Kaffee con leche. Guck mal, da haben wir immer genug von da, ne? Ich glaube, spanische Tortilla, genau. Spanische Tortilla sollten wir heute auf jeden Fall mal nachkochen. Ragout-Fin haben wir noch genug. Aglio e olio, ja, sowieso. Ja, und Pilzrisotto hatte ich gestern gemacht. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall heute mal 2 Portionen spanische Tortilla machen. Mal gucken, was wir heute von den Freunden alles wieder abgegriffen haben. Die letzte geht nämlich jetzt gerade raus und der möchte auch eine. Da müssen wir die nachkochen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja eh immer. Also, ich gucke ja ab und zu die Kochprofis und die sagen: Leute, habt lieber gutes Essen, aber dafür wenig auf der Karte stehen, anstatt so viel auf der Karte stehen zu haben und dafür Mist. Genau. Ja, wie immer müssen wir die Kartoffeln kaufen. Ich kaufe mal 6 Stück, weil ich möchte ja 2 Portionen machen. Wo sind sie? Oh, Entschuldigung. Der Pfannkuchen, der Pancake hier, der lächelt mich vielleicht an. Da glaubt ihr gar nicht. Der sagt schon: Mach schnell die Folge zu Ende und dann iss mich. So, haben wir hier für alles? Sehr nice. 2 Portionen gekocht und immer noch 97 Energie. Also, wenn das nicht geil ist. Okay, hier, das können wir jetzt leider nicht abgeben. Die brauchen 8 Minuten, okay? Schön. So, dann geben wir das ab. Und dann können wir hier Platz machen für die nächsten beiden Gäste. Zack. Und Nudeln Aglio e Olio. Juhu. Und dann würde ich ganz gerne mal wieder schauen, hier unten ins Einrichtungslager, was wir die letzten Levelaufstiege so bekommen haben, was wir Schönes Neues freigeschaltet haben. Ja. Vielleicht können wir uns ja das ein oder andere mal leisten. Wir haben jetzt 5.362. Wenn ich jetzt gleich das Hackfleisch verkaufe, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Aber erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich würde echt gerne mal hier so ein. Ich habe in einem Café total die schöne Ausstellung gehabt. Also, das sieht super schön aus. Da steht dieser Spiegel, den man sich hinstellen kann. Und neben dem Spiegel stehen so Pflanzen, so Dekorationen. Und das würde ich gerne haben. Aber als erstes nochmal Fleisch ansetzen. Ich hoffe, wir haben da noch genug. Ja, haben wir noch genug von. So, was können wir hier machen? Okay, da fehlt uns Rindfleisch und Käse für Ragout-Fin. Lasagne à la Bolognese. Der Hackbraten. Für den Hackbraten fehlt uns einmal Kartoffeln, aber wir könnten den machen. Ich muss mal eben gucken, was gibt es denn dafür? 10 Gewinn pro Portion und fürs Ragout 17, genau. So, Gemüselasagne haben wir dann ab übernächstes Level freigeschaltet. Und danach dann gefüllte Paprika. Oh, das könnte ich auch mal wieder kochen. Schweinefilet mit Kaffee. Ja. Nee, dann halten wir uns hier weiter an unser Ragout-Fin. Das gibt 17. Dann kaufe ich noch 2-mal Schweinefleisch und 1-mal Käse. Dann können wir das auch zubereiten. So, zwei, nee, Rindfleisch war das nicht. Schweinefleisch 2-mal und 1-mal Käse. Oh, das ist aber teuer, der Käse. Aber nicht schlimm. Hä? Hab ich da. Ach, Trottel. Rindfleisch, Rindfleisch war das, Rindfleisch. Jetzt habe ich Schweinefleisch gesagt und deswegen habe ich Schweinefleisch gekauft. Aber ist nicht schlimm, wisst ihr was? 2-mal hierfür und 6-mal dann für das nächste Mal. Und dann können wir auch hier nochmal 4-mal kaufen. So, dann haben wir unseren Fehler wieder gut gemacht. Schön. So, dann nochmal ansetzen. Ragout-Fin, Zubereitung starten. Zack, haben wir schon wieder nur noch 36 Energie. Wahnsinn. Was haltet ihr davon, wenn wir zuerst einmal hier ein bisschen umstellen? Nur wie. Ich finde es schade. Moment, der können wir abkassieren.
Ich finde es schade, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, bin nicht so ganz zufrieden damit. Mit dem, wie das hier steht, bin ich ganz zufrieden. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn die Tische alle hier so dran stehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir können es ja mal versuchen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen shoppen. Ich warte jetzt erst, bis die nette Dame hier in dem blauen Kleid kommt und mir sagt, was sie möchte. Nudeln aglio e olio können wir gerade mal ganz schnell bringen. Zack. So, und dann verschwinden wir mal ins Shopping-Warn-Center. So, was haben wir denn hier? Wir bleiben mal auf alle. Dann können wir ja richtig schön gucken. Garnitur schlicht, da haben wir ja genug, ne? Theken haben wir auch, Herde haben wir auch genug. Das Wandregal haben wir. Kleines Rundfenster ist auch süß. Kleiner Bonsai, da ist er, ne? Ist das nicht der kleine Bonsai, der da hinten steht bei dir im Café? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will mal eben gucken. Auch der Gummibaum ist auch süß. Mal eben gucken. Was? Oh! Was war das denn jetzt? Ja gut, Aufgabe nicht geschafft. Okay, wissen wir ja. Der gemütliche Sessel. Wow, der ist auch cool. Da ist er. Der Spiegel Bronze. Gibt 2 Dekopunkte, wenn in deinem Café platziert. Okay, den würde ich ganz gerne kaufen. Ich weiß, wir sparen jetzt im Moment auf dieses 10.000er-Ding, die Theke. Aber ich würde das echt gerne kaufen und ich kaufe mir den jetzt auch. Ich finde den toll. Wo stellen wir den denn hin? Wir stellen den hier vorne hin. Genauso wie unsere Freundin das gemacht hat. Wir stellen den so hin. So, Spiegel platzieren. Haben wir jetzt gemacht? Ja, da steht er. Schön. Toll. Gut, und dann weiter. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. Wir waren beim Spiegel Bronze und da muss auf jeden Fall diese... Ach, wo sind sie denn jetzt, ey? Mal gucken. Oh, großes Holzfenster sieht auch geil aus. Da sind sie. Der grüne Bambus. Den hätte ich auch gerne. Stellen wir hier hin. Zack. Schön. Oh, das finde ich so hübsch. Total. Genau. So, und jetzt hatte ich aber noch ein schönes Teil. Das würde ich ganz gerne dazu kaufen noch. Ja, das Geld ist ja wieder schnell reingeholt. Also, oh, die sind so geil, die Sachen, ne? Oh, die sind so schön. Garnitur Zebra, Zebra-Sofa, Zebra-Sessel. Also, wenn mir irgendjemand ein bisschen Gold geben kann. Da, Paravan-Zebra. Was meinst du, was wir dann für Leute in unserem Café haben, wenn wir so viele Dekopunkte haben? Margariten sind auch super süß. Ja, toll. So, weiter. Zeitungsständer, Speisekarte, Kaffee Katzenberger. Worauf wollten wir denn nochmal sparen? Wollten wir nicht auf die Speisekarte sparen? Oder waren das 150? Ich weiß es nicht mehr. Wandspiegel Silber, Fleischwolf. Marmorbrunnen, aber das ist... Boah, sieht auch geil aus. Mal davon ab, ey. Kleiderständer. Ja, wir wollten uns ja irgendwann, wenn wir das Café größer haben, wollten wir uns ja dann auch mal hier so eine kleine Shoppingmeile reinpacken, ne? Hat die Dani ja auch bei sich. Da ist die Bar, gib sie mir. Garnitur Frühling wäre auch schön dann für draußen. Werden wir auf jeden Fall tun. Da ist das Paravan. Paravent, Paravan, Katzenberger. Da ist das Bücherregal. Aber das kriegen wir ja, wenn wir eine Quest erfüllen. Bekommen wir das ja, das Bücherregal. Ja, und der Rest ist schon... Oh, Garnitur Rubin. Das nenne ich mal geil. Und der Rest ist noch zu. Aber was wollte ich denn kaufen für Katzengold? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht schaue ich mal nach. In meinen Let's Plays. Ich weiß, dass das irgendwie... Da ist die Schranke-Vase. Die möchte ich haben noch. Die stelle ich mir hier hin. So, zack, platziert. So, jetzt habe ich das genau so und ich finde das so schön. Das sieht echt toll aus, ne? Ja, jetzt haben wir 8%. Dir fehlen noch 24 Deko-Punkte bis zum nächsten Bonus. Okay. Ist noch einiges. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht können wir das Gold ja um den Kopf hauen. Vielleicht haben wir ja schon genug für die Sachen, die wir haben wollten. Ich bin mir nicht sicher. Der kleine Bonsai, der ist auch schön. Den würde ich auch gerne haben. Gibt einen Dekopunkt, ja. So viele sind jetzt nicht. Lassen wir erstmal. Edler Kerzenständer, wow. 24 Dekopunkte. Was wollte ich kaufen? Für 150 Katzengold war das doch. Ich weiß es nicht mehr.
Oder war das... Also das wollte ich auf jeden Fall auch mal haben, das weiß ich. Aber ich weiß, dass das teurer war. Garnitur Daniela ist auch schick. Ja, die ist auch schick, aber die passt jetzt hier nicht rein. Sorry. Ich weiß es nicht mehr. Ach komm, dann kaufen wir die Speisekarte. Kaufen wir die Speisekarte. Ja, okay. Machen wir so. Juhu, wir geben unser Katzengold aus. Die Speisekarte, die packen wir hier hin. Zack. Juhu, wieder Katzengold auf den Kopf gehauen. Geil. Ja, ich kriege da irgendwie immer so einen Kick bei. So, dir fehlen noch 5 Dekopunkte bis zum nächsten Bonus. Komm, die 5 Dekopunkte, die können wir uns ruhig jetzt noch zusammen kaufen. Ich mache sowieso gleich noch ein bisschen Geld, wenn ich meine Sachen verkaufe. Und dann schauen wir mal. Also die geben ja auch Dekopunkte hier, die Sachen, ne? Ist ja cool. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch 12. Hier, den kleinen Bonsai. Ah ne, der bringt nur einen Dekopunkt. Der bringt auch nur einen. Ich guck mal. Den Buchsbaum können wir uns jetzt nicht leisten. Wow, 4 Dekopunkte für 3500. Also das ist ja echt Wucher. Sorry. Sorry, war. Ach, das ist mir alles zu teuer. Garnitur Landhaus, 800. Bringt 2 Dekopunkte. Der Spiegel auch, 2 Dekopunkte. Ich guck mal bei den kleineren Sachen. Guck mal, also der Bonsai, der bringt nur 1 Dekopunkt. Bräuchten wir 5, wären 1000. So, der Spiegel, der bringt auch 1 Dekopunkt. 24, aber das haben wir nicht. So, Moment, weiter gucken. Die bringt 2 Dekopunkte. Nee, das lohnt sich nicht. 2 Dekopunkte, 2 Dekopunkte. Gut, dann machen wir das anders. Dann oh, noch 2 Spiegel. Ich weiß nicht, ich bin ja auch immer so auf die Ästhetik bei uns wohlbedacht, ne? Was war das nochmal? Pergamentlampe Dämmerung. Oh, 1000 Öcken, ey. Wow. Also das finde ich echt Wucher hier. Wandspiegel Kupfer. Würden wir nur 500 bezahlen. Dann kaufen wir den jetzt. Wohin packen wir den? Komm, wir schauen mal hier. Geht nicht. Hier geht. Drehen einmal. Scheiße. Sorry, dass ich schon wieder Scheiße sag, aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich die Klamotten hinpacken soll. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Hä? Der soll doch nicht da hin, der soll hier hin. Okay. Das scheint irgendwie einen Bug zu haben hier gerade. Kein Problem. Mal drehen. Das geht alles hier nicht hin. Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Können wir nicht platzieren, ne? Ne. Können wir nur hier platzieren? Das ist ja doof. Ne, auch nicht. Okay. Dann wirklich nur hier. Ne, und das finde ich doof. Also, naja, nicht schlimm. Passt auf, dann sparen wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dann ein paar hier und da noch ein paar Pünktchen zusammen. Oder Katzengold oder so. 15 brauchen wir ja dann nur noch für den nächsten möglichen Kauf dann. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Jetzt holen wir erstmal die ganzen Sachen hier ab und dann können wir wieder hier durchgehen. Ups, Dani, mach erstmal hier. Und da stehen, glaube ich, auch schon wieder welche, dadurch, dass wir den Deko-Bonus bekommen haben. Ganz cool. So, lauf schnell, 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 schnell. So, und hier, was möchten Sie? Spanische Tortilla haben wir gerade eben fertig. Ach süß, bei uns hat sich endlich mal wieder was getan im Café. Also das finde ich schön. Das sieht ja super aus, oder? Also das finde ich echt toll. So, dann machen wir das noch eben. Hier alle Leute bedienen. Wie viele stehen denn da? Wow, gar nicht mal so wenig jetzt in den paar Minuten, wo wir hier shoppen waren. So, heute habe ich leider nicht so viel zu erzählen, bis auf, dass ich hier umgebaut habe bei mir. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Minecraft zocken. Wir haben dann nämlich gestern mit 2 Mädels und dem Jonas haben wir gestern eine neue, ja, uns versucht einzurichten auf einem neuen Server. Ich war da vorher schon immer ein paar Mal drauf und habe da gezockt, aber jetzt haben wir es mit mehreren Mann gemacht und wir bauen uns da jetzt so ein, ja, so ein schickes, größeres Häuschen, sagen wir mal so.
mehrere kleine Häuschen in einem großen. Genau, so kann man es nennen. So, dann werde ich die spanische Tortilla. Ich glaube, ich habe mal wieder ein wenig überzogen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Kein Problem. Diese Folge wird jetzt nicht für nächste Woche sein. Also wir haben heute Samstag und ich schätze, ich werde die morgen raushauen, die Folge. Weil, wie gesagt, jetzt bin ich gerade Good Game Empire, die zweite AP-Übernahme am Rendern. Und ja, dann werde ich heute Abend mal Kaffee-Katzenberger rendern und das dann morgen hochladen. Dann bekommt ihr mal wieder außer der Reihe eine kleine Folge, weil ich ja jetzt Good Game Empire auch so viel außer der Reihe gemacht habe. Ich will natürlich die Katzenberger-Freunde nicht irgendwie, ja, benachteiligen, sagen wir es mal so. Ich möchte irgendwie, ja, allen gleich recht machen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viele Good Game Empire-Folgen raushau und dann aber nicht so wenig Katzenberger-Folgen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das blöd, Hirngespinst oder so, aber ja, ich kann nur immer wieder meinen Lieblingsspruch, einer meiner Lieblingsspruch sagen, so bin ich, just the way I am. So, wenn wir die bedient haben, dann sind wir auch durch. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Bin super dankbar dafür. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen oben da oder einen Kommentar oder weiß ich nicht. Empfehlt mich vielleicht weiter, weil ich habe mir was Schönes ausgedacht für meine... Wenn ich irgendwann mal 100 Abonnenten haben sollte, habe ich mir was Schönes ausgedacht. Mal gucken, ob das alles so zu realisieren ist. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich sage Tschüssi, Kowski.